Ja, wenn man wie ich im erzkatholischen Aachen der frühen 60er pubertierte, tat man das als kompletter sexueller Analphabet. Meine Eltern haben nie mit mir über das Wunder der Menschwerdung gesprochen. Und so traf mich meine erste Pollution von spätlateinisch Pollutio, die Besudelung. Also der nächtliche, unwillkürliche Samenabgang. All das traf mich völlig unvorbereitet, erwischte mich sozusagen kalt. Ich war verwirrt, verwundert, erschüttert. Ich sagte, was ist das denn? Wo kommt das denn her? Hat mir da eine Taube im Bauch gekackt oder was ist hier? Ja, ich wusste es doch nicht. Es war mir aber sicherheitshalber vor meiner Mutter peinlich. Und so versuchte ich, das Wechseln der Unterhose möglichst lange hinaus zu zögern. Ja gut, das war damals sowieso nicht mit jedem Tag frische Wäsche. Ne? Aber nach 3 Wochen dachte meine Mutter, sag mal, willst du nicht mal langsam eine andere Buchse anziehen? Ich sag, nee, Mama, ich finde die Farbe eigentlich schöner. Aufgeklärt wurden wir dann in der 7. Klasse von unserem Religionslehrer. Ist klar. Der größte Fachmann im Kollegium erklärte ein Spiel, für das er gesperrt ist. So sah das aus. Ich habe nichts gerafft. Ne? Mich mühsam bei den älteren Mitschülern durchgefragt. Furchtbar. Schlimme Zeit. Bis zu diesem erlösenden, muss man sagen, Samstagabend im Hause von Mucki Nowacek, genannt Pansen. Er trat damals schon seitlich über die Ufer. Ne? Eltern waren stinkreich, waren am Wochenende immer weg. Wir hatten also die Hütte für uns. Und dieses Haus hatte einen Partykeller mit einem Super 8 Tonfilmprojektor. Und da sahen wir an diesem Samstagabend, ich glaube, Sie ahnen das bereits, unseren ersten Porno. Wow. Waren nur 4 Minuten. Und heute wäre der Streifen höchstens noch interessant als Dokumentationsmaterial. Zum Thema Bindegewebsschwäche ist erblich. Aber damals hat uns das sehr aufgewühlt. Bevor ich auf die Handlung eingehe, möchte ich kurz die Beteiligten vorstellen. Es waren 2 Mitarbeiterinnen, eine schlanke Schwarze, eine füllige Weiße, mit einem Gesicht. Ja, wie soll ich das erklären? Unsere Oma hatte, das werden Sie kennen, so Sofakissen mit so einem Knopf in der Mitte, wo das Gewebe so nach innen geht. So in etwa können Sie sich das Gesicht vorstellen. Als hätte jemand die Nase an einem Faden ins Schädelinnere gezogen und das Restgesicht geformt. Ja, dann hatte sie so eine Lockenperücke wie Atze. So ein Glitzertop, der so pumps mit so einer Aussparung vorne, wo sich der dicke Zeh so durchquetschte. Der war schon geschwollen durch die Überbeanspruchung und steckte da so drin, als wollte er sagen: Ich kriege keine Luft mehr. Die schwarze, wie gesagt, schlank, große Augen, großer Mund, große Zähne. Die allerdings nach Kernsanierung schrien. Dann 2 Männer, der eine wird kurz vorgestellt, von dem anderen wusste man gar nicht, wo der herkam. Ich, der war plötzlich da, machte überall mit und blieb dann bis zum Schluss. Beide Leptosomen, also schwach entwickelte Muskulatur, aber schöne Bierplauze. Ziemlich ungepflegte Finger- und Fußnägel.
weiße, marmorierte Beine. Stark behaarte, verpickelte Ärsche. Vielfach auch mit Eiterstippen. Pasolini mischte solche Wesen gern unter seine Komparserie, dies für die Cineasten unter ihnen. Über den dermatologischen Zustand des Intimbereichs durfte man gar nicht nachdenken. Haben wir auch nicht gemacht. So, nun ging das los. Die beiden Damen saßen so an der Bar. Der eine Typ geht so an ihnen vorbei. Und dann dreht sich die Schwarze so zu der Weißen und sagt, der Typ wird bestimmt auch beim Wichsen rot. Ganz schlecht synchronisiert. Meter neben der Spur. Stimme war auch viel zu tief für das zarte Persönchen und der Text passte auch nicht zur Körpersprache, denn sie agierte so, als hätte sie ganz was anderes gesagt. Sowas wie, hoch, jetzt sind die Osterferien auch bald wieder um. Aber die Synchronregie zwang sie zu sagen, der Typ wird bestimmt auch beim Wichsen rot. Dann harter Schnitt, da waren wir schon im schönsten Gruppensex. Das Stöhnen war auch drauf synchronisiert, kam auch zu spät. Ne? Musik war auch, ne, so eine Schweineorgel, ein Schlagzeug, ping, ping, ping. Und dann war auch schon fast der Höhepunkt, noch eine Großaufnahme von dem einen Mann, wie er zum Kollegen sagt, oh, ist Vögeln schön. Mit so einer Heinz-Sielmann-artigen Dokumentarfilmstimme. Das war der ganze Text. Der Typ wird bestimmt auch beim Wichsen rot. Oh, ist Vögeln schön. Ja, dann war auch bald Feierabend, ne? Ejakulat flog durchs Bild und Schluss. Habe ich schon gesagt, wie der Film hieß? Keusche Lippen, heiße Schenkel, ja. So, nun saßen wir da, ne? Kirschrote Ohren, schön am Ölen, Speichelfädchen. Im Vergnügungszentrum. Alarmstufe rot. Emergency. Die kleinen Schwellkörperchen rackerten am Limit. Nun ist ja so. Super 8 Tonfilmprojektoren können ja etwas, was DVD-Player und Videorekorder nicht können. Sie können mit Ton rückwärts laufen. Mucki Novacek, Pansen. Ne? Schmiss das Teil wieder an und wir sahen keusche Lippen, heiße Schenkel rückwärts. Ganz großes Kino. Das Ejakulat. Ja, ich merke, Sie sehen es vor Ihrem geistigen Auge. Verschwand wieder dort. Wo es hergekommen war. Schlupp. Die Rammelei sah rückwärts eigentlich genauso aus wie vorwärts. Aber der Ton war anders. Es klang anders und jetzt kam es ja zu früh. Ja. Natürlich, vorwärts war ja... Rückwärts war... Die Schweineorgel klang rückwärts richtig spacey. Ping, ping, ping. Dann sagt der eine Mann zum anderen, Schneegöfzi. Oh. Oh, ist Vögel schön. Ne? Und dann wieder. Dann sagt die Schwarze zur Weißen, es gibt mir Portizeprief für und dann lief der eine Mann sehr geschickt rückwärts an den beiden vorbei raus. Wir haben das 20 Mal vorwärts und rückwärts geguckt.
bis wir diese beiden Sätze rückwärts auswendig konnten. Togeln, jetzt gif mir pur Trizep drief, gedreht und nöschen legöf zieh. Oh, dann riss der Film. Und das Sofakissengesicht pappte für immer auf der Linse fest. Aber scheißegal, wir konnten's ja. Ne? Haben noch jahrelang damit geglänzt, bei jeder Gelegenheit. Nicht? Schulmesse, Beerdigung vom Religionslehrer, weiß ich nicht. Nö, Schneegöfti. Oh.